Meine Rüstung sollte Charlie sein. Lad meine Knochen und Blas. Hört nur die Dorfmann an, sein Lage liegt für das ganze Land. Mit einer weniger vermasselten Folge geht's weiter, nicht wahr, Pilzgefährte? Verdammt, bin ich gut darin, meine Resolution falsch einzustellen. Ich weiß nicht, warum ich diese Probleme habe, aber sie existieren. Und jetzt zum ersten wirklichen Male, Tiny Tina's Wonderlands. Eine Überraschung, dass ich den Elex nie gehabt habe. Aber in Elex kann man auch Speicherpunkte laden, in diesem Spiel kann man Speicherpunkte nicht laden. Schlecht, ich klappe. God damn it. Bei Rocket League war es das gleiche. Bei Rocket League habe ich 2 Spielsessions von Knockout aufgenommen. Beide ziemlich gut. Ein Sieg sogar dabei. Jetzt habe ich es nochmal probiert in richtiger Resolution. Nur auf die Fresse bekommen. Aber ja. Dann weiter. Schlängelt euch doch mal aus eurem Loch heraus und stellt euch uns. Na, das ist doch unser Freund. Klaue. Wie bekommt ihr das Bewusstsein? Und unser Champion? Wir haben so viel Hoffnung in dich gesetzt. Eine Schande. Die Krabbe lassen wir am Leben, um sich im Schmerz ihrer Existenz zu suhlen. Aber mit dir werden wir ein bisschen Spaß haben. Zauberschleuder! Raketenschleuder! Piu, 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 piu! Wo seid ihr? Die Windung ist schlüpfrig und düster. Glücklich. Gute Arbeit, Captain Klaue. Das war's wirklich? Das war doch lächerlich. Du bist ein wahrer Champion. Ohne den Fluch spüre ich, wie mein Bewusstsein schwindet. Das nenne ich selige Unwissenheit. Keine fette Loot hier. Ein Schild habe ich bekommen. Gott damit! Mal irgendwo raufklettern. Eine goldene kleine Kugel. Nee. Nix da! Dann weiterrennen. Und die Hauptmission durchwürgen. Würgen? Die Würgeschlangen. Medusa Würgeschlange. Kann ich da rauf? Da kann ich nicht rauf. Ich sag nein. Der Typ ist tot. Der Typ ist ganz weg. Vielleicht ist entkommen. Und positiv denken manchmal. Ich nicht wirklich, aber was sagt mir die Karte? Gib das mich hin. Ganz woanders. Gehen wir nach links. Ignorieren wir die Gegner. Die haben wir schon bekämpft. Folge mit Master der Resolution. Und dann mehr grauen Brüder umbringen von den Tippen. Die haben kein Bewusstsein. Ui. Verklebt sich. Wie hatte ich sie doch. Mal Tornado richten. Oh, ja, Mülle. Ah, ich bin ungefähr, dass ich schon die nächsten Zeit besucht. Verdammt. Die regeln das schon, die zwei. Wieder bei die Krabbenloot. Du wirst mir ihren Tod büßen, Warmblut!
für dich. Ist daher. Warte mal. Ah, das macht die Waffe. Neues Sturmgewehr. Neon. Alter, das macht Laden. Die Waffe schießt Hydras aus der Erde. Okay, Rassisten. Wegen mehr Beuteglück gehabt als mein letztes. Ja. Ja, das hat es. Danke, Mama Sita. Schauen wir mal, was das Ding kann. Damn. Nicht so schlecht. Das wollen wir. Was ist das denn? Was ist noch ein Grafikglitch aus? Wer hat dich diese Magie gelehrt? Gandalf! Von einem Bahnhof niedergestreckt. Er will nicht. Ich will in eine andere Richtung. Pfiff ist so OP und Pfiffs Gefährt des Pfützes sind auch so OP. Hingehen, Map. Ein goldenes Kugelchen. Hier. Yeah. Oben doch. Das riecht doch nach goldener Kugel. Nicht! Verdammt, Spiel. Täuscht mich ein bisschen. Ich werde meine Panzähne in dich schlagen. Brutmutter, vergib mir. Stille. Gut gekämpft. Eine glatte Haut. Ist sie meine letzte Haut? Jetzt wie von den Ghoulen. Beim Schlangen heute. Wasserfall! Nein. Keine legendäre Wasserfall-Loot. Habe ich das neue SMG, das ich auf Sturm habe? Ich sollte mich besser davon schlängeln! Mehr nutzlose Hydras auf meiner Seite. Die Muni. Wo führst du mich hin? Kiste da unten. Drill, Bagger, Nagel, vertagen! Okay, gut. Ich stehe auf Geschichten. Was hat es mit dem Ertrinken auf sich? Diese Stadt war einst eine Hochburg der Zivilisation, ein Symbol des vereinten, gewundenen Volks. Manche strebten jedoch nach Macht und gingen einen Pakt mit dem schrecklichen Lehregott Drill ein. Als er von den anderen Göttern in die Tiefe verstoßen wurde, riss er die Stadt mit sich. Klingt nach einem echten Reinfall. Ich war dort zur Stunde der Spaltung, als unsere Ältesten sich gegen meine Warnungen auf die Seite Drills schlugen. Seither bin ich die Hüterin dieses Ortes. Alleine, bis auf die irrsinnigen Schreie meiner ehemaligen Schwestern. Es war der totale Reinfall. Langweilig. Sorry. Wenn wir die neue Shotgun testen hier. Ist auch eine Salz-Shotgun. Aber wirft sie. Warte! Triple Hydra. Jetzt haben wir die Hydra S-Mannschaft in der Startaufstellung. Das. Nee.
Kundenschrott mit. Da ist dann jetzt sowas. Ah, wir testen es, da wir gerade so viele Eissachen machen. Ich will die Shotgun auch testen. Das ist echt gut. Ah, Doppel-Shotguns. Eine Olympia. Ein Double Barrel. Das schaut gut aus. Ja, schießt beide Schüsse. Wird wahrscheinlich für nichts sein und keinen Schaden machen. Aber ich würde schon Gegner zum Testen finden, keine Sorge. Double Barrel. Ah, da oben ist die Loot. Ich finde dich, Loot. Das ist lustig. Ich habe kurz eine coole Steakout mal da gegeben, die ich gefunden habe. Aber wie schon gesagt. Tschüssi! So viel Schaden wird sie nicht machen. Aber wenn man überhaupt dieses Ding besser ist als die andere S-Shotgun, ich glaube auch nicht. Ob ich 10.000 Hydras haben will. Ja. 10.000 Hydras. Was zum Teufel? Parcours-Puzzle. Nein! Ah, verdammt. Verdammt. Ich sehe die goldene Kugel. Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Neue RPG auch. Was haben wir hier? Mehr Hydras. Mehr Hydras braucht das Land. Dr. Hydra ist jetzt am Werk. Heil Hydra. Ah. Nee. Nee. Oh, was wollte ich jetzt? Werfer SMG. Shotgun mit Shotgun vergleichen. Damn. 3 Level niedriger. Den Charme. Da brauchen wir es. Shotgun Money. Oh, goldenes Kugelchen. Yeah. Violetta-Zauber. Aber kann nur besser als eine Hydra sein. Geh weiter, Warblut! Ja, Blitzgefährte wird sich auch gleich entledigen. Stimmt's, Blitzgefährte, hol sie dir! Überhitzt. Zu violetten Shotgun. Ja, die macht gut Schaden noch immer. Das ist ein Thumbnail. Bin geschlossen. Ich brauche keine Augen offen, um was zu killen. Ihre Schuppen glänzen nicht mehr. Die kalt kleine Hydra. Meine Medusa. Meine Verborgene. Gewundene. Gewundene. Habt ihr sie im Eis schreien gehört? Das war leicht fies und abgeäfft. Oh. Die andere Map gefiel mir besser. Die sonnige Piraten-Map.
Die ist ein bisschen öde. Ein bisschen einöde. Jetzt. Bleib mir vom Leib, Warmblut! Jetzt. Blablabla. Die Worte sind gesprochen und das Siegel ist gebrochen. Du kannst den Opfertempel betreten. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass wir die Opfer sind? Oh, Schluss damit. Kassara ist cool, okay? Pah, sie trägt viel zu dick auf. Man kann die Handlung schon aus einem Kilometer Abstand sehen. Du nicht? Sogar nach dem Ertrinken führten meine Schwestern weiterhin gottlose Rituale aus. Ich habe ihre Riten beobachtet und kenne sie gut. Wir müssen ein Feuer entzünden. Wieso ist hier eine Feuerstelle in einem Unterwassertempel? Na, weil... Überraschungsangriff! Das wird ein Wahnsinn! Das Simpson braucht anscheinend noch Zeit, um sich was auszudenken. Das ist auch nicht das Wahre. Ja. Dies ist kein gewöhnliches Feuer. Wir brauchen eine magische Feuermakrele, einen feurigen Fisch, dessen Flammen auch unter Wasser brennen. Okay, aber alle Fische sind gestorben, als wir den Ozean gesprengt haben. Na schön, ihr findet eine in einer Truhe direkt vor euch. Waffen auch. Und Loot. Was zum... Das ist ein ziemlich toter Fisch. Kann er trotzdem ein Feuer entzünden? Wow, Valentine, ich wusste gar nicht, dass wir einen Fischprofi unter uns haben. Es ist ein magischer Fisch und er trägt noch kiloweise magisches Feuer in sich, okay? Cooler Jump, Pilzgefährte. War schon immer ein guter Springer, der Typ. Ab da bist du ja, goldenes Grüchen, yeah. Der da fahren wir bald. Also kann dir nichts anhaben. Ja, na, ah, das hatten wir schon. Verdammt. Und die Lutsche doch schon ziemlich voll aus. Weg damit. Weg damit. Open up. Lass mich in. Gibt es auf der anderen Seite weitere goldene Kugeln? Machen wir mal das. Perfekt. Beenden wir nun die Opfergabe. Claro. Wie viel Blut wird dafür benötigt? Der Fisch selbst ist das Opfer. Oh. Okay. Okay. Der Tempel hat das Opfer akzeptiert. Folge dem Licht. Es führt dich zum letzten Schritt des Wegs hindurch. Seht ihr? Sie wollte euch nie opfern. Sie ist cool. Weiß nicht. Irgendwas an ihr geht mir unter die Haare. Entschuldigung, wie war das? Haube! Ich meinte Haube. Und das ist sicher das Wort, das du verwenden wolltest? Wolltest du sicher nicht das andere H-Wort sagen? Wir haben immer noch Zeit für eine spontane Selbstentzündung. Nein, das war eine ganz normale Redewendung, wie sie jeder kennt. Unter die Haube gehen. Ganz normal. Mhm. Ja. Natürlich, wenn du das sagst. Ich will lieber unter die goldenen Kugeln gehen. Wenn ich sie finde. Wo sind sie? Wo sind die Kiste? Das ist der Weg zurück. Was ist das mit dem Pilzpuzzle?
Oh. Ja, das ist ein Pilzpuzzle. Ihr habt eine Gedichtseite gefunden. Oh, für eine Gedichtseite. Ulrich dem Weisen würde ich heute singen. Melodien von Lady Ewigtraum sollten erklingen. Wo das Gedicht herkam, gibt es noch mehr davon. Redet einfach mit dem Poeten in der Taverne von Prachthof. Gedichtzeiten. Oh, Gott sei Dank, haben wir die gefunden. Natürlich nur ohne der Dun. Gedichtlos leben, ohne Reime. Nein, kann ich nicht. Wenn es sich reimen würde, wenn dann. Ich hier noch bessere Reime. Ach nee, nicht wirklich. Alles Müll. Irgendwo Automaten hier. Warte mal. Oh, eine neue Mission. Ah, wir sind wieder am Anfang. Alles verschachtelt hier. Das heißt, ich kann gleich wieder verkaufen gehen. Oh, Dame. Ja, damit. Was sagt dieser Auftrag zu mir? Tief in den Eingeweiden des Abgrunds. Eingeweide. Findet ihr einen gewissen Archäologen in Not, der Hilfe benötigt? Warum ist das Wort Eingeweide lustig für dich? Explain yourself. Nado. Was dann hier schon? Bin ich schon mit der Loot voll. Automaten. Muss nicht zurückgelaufen. Spitzgeführt hat schon wieder einen fahren lassen. Ich weiß nicht mal, was er angepürzt hat. Aber fahren gelassen hat er ihn. Jawohl. Da geht's weiter. Ist das der Weg zurück oder ist das ein Weg hinauf? Ah. Hey. Du Glückspilz. Sprungengewehr, SMG testen, meine ich. Wo ist mein SMG? Das ist schon ein Mörser. Ja, das muss, wenn dann, das muss richtig Fettschaden machen. Das schaut ziemlich für nichts aus. Wow. Wow. Sagt hier oben geht's weiter. Was ist denn da drüben? Das ist eine Gedichtseite, Baby. Voll. Tief in der leeren und lichtlosen Halle, im Schloss ohne Decken und Wände aus Stein. Mochtet ihr das Gedicht? Den Rest davon gibt es in der Taverne in Prachthof. Ja, ja, ich bin ein großer Gedichte-Fan hier. Riesig. Mimik. Nein. Oh. Da ist man einmal mit dem Inventar voll. Geben Sie hier eine Kiste voller gute Sachen, wie es ausschaut. Hm. Mit den Ringen sind anscheinend nichts wert. Ah ja, okay, okay. Clownbringer Spornhütte, das bin ich. Oh. Hm. Wir lassen es uns durch, wir lassen es uns durch. Sturmgewehr. Oh, das wird ziemlich gut. Das schaut nach einer Barrel 50. Man schaut ziemlich cool aus. Und dann noch das hier. Ja, ja, da drüben waren Automaten. Natürlich mit der Meerlot. Alles cool. Ja, vielleicht komme ich dafür zurück. Aber jetzt mal, ja, glaube ich, Episode vorbei.